Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport hier auf dem Pixelane-Kanal mit mir, dem Ray. Gestern Abend ist Update 13 erschienen und das zelebriert gleich eine ganze Menge, unter anderem das einjährige Jubiläum des Spiels, als auch den anstehenden Mustang-Monat sowie die Rückkehr des Drift-Modus, aber allen voran die Rückkehr von Sunset Peninsula, eine Rennstrecke, die wir zuletzt in Forza Motorsport 4, also noch auf der Xbox 360 hatten. Und das war eine Strecke, die ich doch ja sehr gemocht habe. Geliebt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch schon sehr gemocht. Zumal ich auch, kleiner Funfact an dieser Stelle, mein allererstes Forza Motorsport 4 Liga-Rennen genau auf dieser Strecke gefahren habe. Deswegen, da ist so eine besondere Bindung da. Und ja, genau das werden wir auch in der heutigen Folge machen. Also nicht ein erstes Liga-Rennen fahren, sondern uns die Strecke angucken in klassischer First-Look-Manier. Ich bin noch keinen einzigen Meter hier im neuen Forza Motorsport auf dieser Strecke gefahren. Das wird jetzt gleich richtig cool. Wir gucken uns natürlich auch die verschiedenen Layouts an, auch wenn man sagen muss, von den 5 Layouts sind 2 einfach nur gespiegelt. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ich hätte jetzt gesagt, wir lesen uns erstmal diesen beigelegten Text durch, der hier in der Ingame-News zu finden ist, und da steht folgendes. Sunset Peninsula, die 1958 an der Westküste Floridas erbaute Sunset Peninsula, verfügt über 2 Streckenlayouts, die sowohl die Fähigkeiten der Fahrer als auch die Leistung der Fahrzeuge auf die Probe stellen. Fahren Sie auf dem 2,44 Meilen langen Drioval Höchstgeschwindigkeit, das ist so knapp unter 4 Kilometer lang. Die 2,78 Meilen lange Gesamtstrecke kombiniert das Oval mit technisch anspruchsvollen, aber flachen Abschnitten, in denen selbst ein kleiner Fehler ihr Rennen plötzlich stoppen kann. Man muss sozusagen, es sind tatsächlich eigentlich 3 Layouts, weil es gibt nochmal eine gekürzte Gesamtstrecke, wenn man so möchte. Und wie gesagt, dann auch nochmal die 2 Strecken auch nochmal gespiegelt. Seht ihr aber gleich. Was ich noch ganz kurz erwähnen wollte zu diesem Update. Also erstmal, es gibt ein News-Video hier auf dem Kanal, wenn ihr es noch gesehen habt. Da habe ich ja unter anderem mit diesem Bild, was ihr rechts seht, das ziert das Thumbnail, daran erkennt ihr es dann einfach. Aber da habe ich das Ganze zusammengefasst, was ein Update 13 auf euch zukommt. Aber unabhängig davon, falls ihr euch jetzt wundert, wo denn die geschenkten Mustangs sind. Die RTR-Mustangs sind tatsächlich schon im Spiel, könnte man theoretisch kaufen, tut es am besten aber nicht. Ihr kriegt die noch geschenkt. Genauso auch den Dark Horse, wenn ihr Autopass-Besitzer seid, den kriegt ihr noch geschenkt. So wie ich das jetzt verstanden habe und so wie sie es also auf Social Media auch nochmals geteilt haben, ist es so, dass wir die dann Donnerstagmorgen per Ingame-Nachricht oder Pop-Up-Nachricht quasi dann auch geschenkt bekommen. Dementsprechend jetzt nicht unnötig Credits ausgeben, es sei denn, ihr wollt jetzt unbedingt jetzt schon die RTR-Mustangs quertreiben. Die anderen Drift-Fahrzeuge, wovon wir uns heute eins auf jeden Fall auch noch angucken werden, kann man aber auch schon kaufen, und die muss man auch kaufen, die kriegt man so nicht geschenkt. Beziehungsweise doch, den einen Mustang kriegt man auch über Dings geschenkt. Ach, ich zeig's euch eh gleich nachher nochmal. Sei's drum. Beziehungsweise ich kann's euch jetzt schon zeigen. Keine Sorge, wir springen gleich zur Strecke. Ich mache euch wieder Timecodes. Dann könnt ihr auch gleich zur Strecke springen, wenn euch das nicht interessiert. Nee, genau. Ihr könnt nämlich über, jetzt gucken wir kurz, das müsste bei Formula Drift dann auftauchen. Genau. Der hier kriegt ihr auch über den Challenge Hub, oder könnt ihr über den Challenge Hub gewinnen. Könnt ihr jetzt aber theoretisch auch schon kaufen. Also als kleiner Hinweis. Und apropos kaufen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen einfach mal den Formula Drift Supra. Mit dem werden wir nämlich gleich nachher auch vielleicht schon mal kurz den Drift-Modus ausprobieren. Dann machen wir das alles heute in einer Folge ein bisschen. Da vielleicht noch der Hinweis, die Drift-Rivalen, besser gesagt, die sind noch buggy. Das wird noch gefixt. Also wenn euch da das Spiel abschmiert, nicht wundern. Das ist leider aktuell noch normal. Aber das freie Driften im freien Spiel sollte auf jeden Fall funktionieren. Unabhängig davon, wir wollen jetzt erstmal uns die Strecke normal angucken, nicht unbedingt jetzt quer. Und das machen wir ganz klassisch über das freie Spiel im privaten Multiplayer. Übrigens können wir natürlich auch das Ganze schon mal testen, wenn man das jetzt möchte, aber wir machen das jetzt erstmal solo. Und wir nehmen das Fahrzeug, was auch eine Änderung erfahren hat. Es sind nämlich 3 Fahrzeuge im Soundmodell geupgradet worden, unter anderem diese C7R hier. Und da dachte ich, komm, die nehmen wir jetzt einfach mal, klassischer amerikanischer Rennwagen auf so einer Strecke. Das passt doch, dann hören wir uns das einfach mal an. Und zwar, ja, wir machen eine Testfahrt. Wir wechseln direkt rüber zu Sunset Peninsula. Und genau, da haben wir jetzt die Strecken. Also, es gibt die Gesamtstrecke, da sehen wir schon, da biegen wir ab, fahren nicht das gesamte Oval. Dann gibt es die Clubstrecke, da ist das Ganze nochmal ein bisschen abgekürzt. Das Ganze gibt es jetzt nochmal gespiegelt, also rückwärts. Und dann noch das komplette Drioval, der Speedway. Und ich hätte gesagt, wir gucken uns ja 3 Varianten quasi an. Also quasi, ich hätte gesagt, wir beginnen mit der Gesamtstrecke. Danach gucken wir uns vielleicht Clubstrecke rückwärts an, dass wir auch das mal rückwärts gesehen haben. Und dann natürlich noch den Speedway zum Schluss. Aber jetzt erstmal
die Gesamtstrecke oder vielleicht den Trio-Wahl dazwischen oder so. Wie auch immer. Reihenfolge kann sich ändern. Ich würde sagen, Tagesanfangszeit machen wir mal so später nach oder abends sogar, weil ich glaube, im Original war es auch immer so Dämmerung. Da gab es ja keine wechselnde Zeit, deswegen eine ganz coole Sache. Wobei ich eigentlich gab es keine, ich glaube, es war sogar Mittag. Also auch egal, wir machen das einfach mal so. Bisschen Zeitfortschritt kann man ja auch reinmachen. Das machen wir aus. Wetter machen wir nicht zufällig. Da machen wir jetzt einfach mal variabel. Nee, machen wir. Ich will es eigentlich nicht variabel haben. Ich will es hier einfach weitgehend klar. Das passt schon. Nehmen wir an. Und dann springen wir zum ersten Mal auf die Strecke. Sunset Peninsula. Ich finde es auch cool vom Text her. Ist es so geschrieben, wie wenn es eine echte Strecke wäre. Ist natürlich eine fiktive Strecke, muss man ganz klar sagen. Aber da ist trotzdem eine Lore hinterlegt, was ja ganz cool ist. Und hier sehen wir auch schon ganz kurz den Trackstrip, den es hier gibt. Ah, sehr cool. Ah, das sieht schon geil aus. Also, wahrlich in die Moderne geholt, das kann man schon mal sagen. Wir wechseln ganz kurz mal hier auf die Soft, dass wir ein bisschen Grip haben und legen direkt mal los. Ja, also bekannt war natürlich Sunset Peninsula, dass diese Haupttribüne, die wir hier links sehen, tatsächlich sich bis übers ganze Oval hinweggezogen hat, zumindest mal durch die erste Ovalkurve. Das haben sie hier drastisch reduziert. Das ist so das Erste, was, glaube ich, auffällt. Ich sage jetzt mal, ja, wie nennt man das? Windsegel, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, die Sonnensegel, die wir da haben, auf den Tribünen. Das ist so klassisch Sunset Peninsula. Die waren nur damals orange und nicht blau. Ich glaube, deswegen hatte ich im Kopf Abenddämmerung. Und wie gesagt, dieser Grandstand, der hat sich eigentlich durch den kompletten Oval da vorne durchgezogen. Ich habe auch die Entwickler gefragt, was die Designentscheidung war, das nicht so zu machen wie früher. Und die Idee war halt einfach, sie wollten die Strecke ja schon ein bisschen authentischer, realistischer, wie auch immer, darstellen, weil so ein riesen Grandstand und so weiter wäre jetzt halt so ein bisschen übertrieben gewesen für das, was es eigentlich ist. Und ich finde es eigentlich so, wie sie es jetzt gelöst haben, wirkt es auch sehr authentisch. Also wenn man dir jetzt nicht erzählen würde, dass das keine echte Strecke ist und du dich mit amerikanischen Ovalstrecken nicht auskennst, dann bin ich überzeugt davon, der eine oder andere würde glauben, die Strecke existiert wirklich. Ja, also von dem her, ja, das einfach nochmal so am Rande. So, und jetzt hören wir erstmal hier kurz rein. Ja, da klingt wirklich gut. Wir sind denn ja schon gefahren im Let's Play und wenn man das jetzt vergleicht, ja, das Upgrade hat sich schon mal gelohnt, das Sound-Upgrade. So, wir fahren mal rein. Jetzt genau hier, wenn wir jetzt hier gerade ausfahren würden, wäre das die Clubstrecke. Ja, das schon mal als Hinweis für euch. Wir fahren jetzt aber erstmal hier weiter. Und früher war es so, dass hier diese Schikane regelmäßig dafür gesorgt hat. Und ja, die ist immer noch heftig. Vielleicht nicht so heftig wie bei der 360-Version, aber wenn man da nicht gut aufgepasst hat, dann hat man sich regelmäßig überschlagen, ja, wenn man den Körb zu hart mitgenommen hat. Und ich glaube, das kann immer noch für den einen oder anderen Moment sorgen, wo man ein bisschen gefrustet ist. Ansonsten, das Layout ist einfach wie früher. Auch hier diese Curbs musste man ein bisschen aufpassen, aber es ging. So, und jetzt fahren wir hier auf diese, ich sag jetzt mal, Zwischengerade. Und das hier ist eigentlich ein Trackstrip, ihr seht's. Und wenn irgendwann mal Track Racing kommt, dann wird dieser Trackstrip garantiert genutzt werden. Zieht sich nämlich einmal so diagonal durch. Da waren früher dann eigentlich auch als die Startampeln. Die sehen wir jetzt hier dann aber nicht. Also die Trackstrip-Startampeln. Ihr seht, da hinten geht es durch bis zu diesem Gebäude so quasi. Das ist schon cool gemacht. Wir gucken uns das Ganze aber auch dann gleich nachher nochmal im Oval an, wie schon gesagt. Jetzt gucken wir uns erstmal die Strecke an. Nee, ich freue mich echt jetzt schon auf die Rennen hier. Das ist halt pure Nostalgie. Ich glaube, also schreibt mal gerne in die Kommentare an diejenigen, die damals die 360-Spiele nicht gespielt haben, die Strecke quasi von damals nicht kennen. Wie ihr die Strecke so empfindet, auch wenn ihr vielleicht jetzt selber schon gespielt habt, also jetzt nicht nur vom Video, sondern auch vielleicht, wenn ihr schon selber hier ein paar Runden gedreht habt, einfach mal euer Feedback dazu schreiben, würde mich mal interessieren. Natürlich jetzt einfach mal so ins Blaue geraten, würde ich sagen, ich glaube für viele ist es einfach so eine, ja, 0815 Oval mit Infield-Strecke, so, also es ist dann quasi nichts Besonderes, aber ich glaube einfach halt gerade bei allen, die 360-Version gefahren sind, ist da halt super viel Nostalgie dabei. Und wie schon gesagt, wenn du dann so Geschichten noch verbindest, wie ich es tue mit Erzliga-Rennen und so weiter und so fort, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer. Was halt echt extrem auffällt, ist halt dieser Grandstand, der da hinten nicht mehr ist. Es wirkt so viel offener einfach. Also damals wirkte das sehr geschlossen in sich, wie so ein kleines Stadion, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich ein sehr, also kleines Stadion in Anführungszeichen, also großes Stadion natürlich, aber es war halt so eine gedrücktere Stimmung, sage ich mal. Und ich finde, gerade auch, weil die ja diesen Florida-Flair haben sollen, man sieht ja überall auch schön die Palmen, wie damals auch schon, wirkt es ja wirklich einfach offener und cooler und also mir so auf den zweiten Blick jetzt schon gefällt mir das richtig, richtig gut. Ich meine, wir haben da hinten ja nochmal so einen großen Stand und so weiter,
Also das finde ich schon eigentlich ganz cool gelöst. Ich glaube, was auch ist, das werden wir jetzt gleich nachher noch sehen. Ich meine sogar, dass hier die Tribüne ist ja jetzt hier nicht mit Zuschauern quasi ausgestattet, sondern mit so großen Werbe, ja, wie auch immer, Texten, nenne ich es jetzt einfach mal, Plakaten. Und ich glaube, wenn wir später aufs Oval gehen, ist ja diese Tribüne da hinten Teil der Strecke, weil jetzt ist es ja nicht, weil wir fahren da gar nicht dran vorbei. Und ich glaube, dann sitzen da Leute sogar, also so als kleine Dynamik. Wobei jetzt natürlich die Leute da, ah doch, doch, die sind von der anderen Seite. Okay, ich wollte gerade sagen, die gucken ja auch ins Leere, aber nee, tun sie gar nicht, da ist ja die andere Strecke. Okay, sehr cool. Ja, ich finde es schon, nice. So, ich würde sagen, wir versuchen mal auch mal ein bisschen schneller zu fahren. Jetzt haben wir lang genug rumgedrödelt, aber ich wollte natürlich in diesem First Look mir das auch noch alles schön im Detail nochmal angucken. Ja, okay, da muss ein bisschen. Also Curbs sind weiterhin giftig, was ich gut finde. Das war nämlich immer das, was die Strecke so ein bisschen auch ausgezeichnet hat. Und ich sag's nochmal, diese fiktiven, nicht echten Strecken, die haben einfach was. Weil sie halt einfach trotzdem einen Charakter mit sich bringen hier im Spiel, wie wenn sie wirklich existieren könnten. Und einfach eine schöne Ergänzung sind, finde ich so. Etwas, was man halt auch nicht schon in tausend anderen Spielen noch und nöcher gesehen hat. Und das finde ich schon eigentlich ganz geil. Jetzt gerade hier mit der C7R, also der Flow hier durch die Strecke, der ist ja wirklich richtig geil. Ja, hier die Wand, richtig gefährlich. Da klatscht man super gerne dran. Ihr seht, ihr habt gar keine Auslaufzone nach rechts. Das ist also diese typischen Kernelemente, die diese Strecke immer gefährlich gemacht hat, sind nach wie vor da. Wie gesagt, die Curbs vielleicht nicht mehr ganz so wild, aber sie, ja, hebeln trotzdem einen aus. Auch hier die Mauer ist mal immer richtig nah rangefahren. Also das ist schon nice. Also es ist wirklich die Rückkehr dieser Strecke, das Layout. Es ist... Ja, also wie gesagt, es ist jetzt sehr viel Nostalgie, die natürlich jetzt eher aus mir rausspricht und raussprudelt. Das wird der ein oder andere nicht verstehen. Und der denkt jetzt, ja, so spannend ist die Strecke nicht. Aber ich finde es schon geil. Also das ist jetzt auch so eine Strecke, die ich ja nicht unbedingt so krass auf dem Schirm hatte, dass die nochmal zurückkommt, weil wir sie jetzt halt echt seit der 360 nicht mehr gesehen haben. Und das macht mir so Hoffnung auch, ja, vielleicht irgendwann mal noch ein Fujimi Kaido zu sehen. Ich meine, gerade mit Drift würde sich das ja irgendwie anbieten, ja, mal vielleicht so eine richtige Drift-Karriere oder sowas, oder so ein Drift-Feature-Tour oder was auch immer und dann mit Fujimi Kaido, das wäre doch mal eine Ansage, oder nicht? Ich fände es cool. Ja, das ist einfach geil, hier dieses Reinfahren, in dieser langgezogenen Doppelrechts. Man das perfekt timen muss und so. Ach, das ist geil. So, was ist jetzt, wenn ich hier ein bisschen Babiada drüber fahre? Ja, ich meine, das Fahrwerk ist mittlerweile hier ganz gut eingestellt, aber ja. Ja, ich glaube, es ist überschlagen wie damals, wird jetzt eher weniger passieren, aber wenn es einer von euch doch schon geschafft hat, sich über diese Curbs zu überschlagen, dann lasst mich gerne wissen, weil das war so typisch für diese Strecke, wenn du es zu sehr übertrieben hast, zu viel wolltest, dann hat es wupp und da lagst du auf dem Dach. Ja, das ist schon geil. Zu spät gebremst. Ich find's geil. Wunderbar. Wir wollen uns aber auch die anderen Strecken angucken. Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken uns einfach mal das Oval an und dann gucken wir uns auch, oder besser gesagt, hören uns auch nochmal ein Fahrzeug an, was auch nochmal einen anderen Sound bekommen hat. Den Viper Air. Da weiß ich noch, da waren wir alle ein bisschen enttäuscht, gerade im Vergleich zu, wie er in Horizon klang. Und eben sprechen wir jetzt mal gespannt, wie der so klingt. Und den jetzt übers Oval fetzen, habe ich Bock drauf. Deswegen kurzer Cut. Wir sehen uns auf dem Oval wieder. So, da sind wir. Jetzt geht's in die andere Richtung. Und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein. Ja? Weil wenn schon der Viper jetzt anders klingen soll, dann müssen wir das auch mal mit einer vollen Kapelle verbinden. Also, let's go.
Ja, das klingt auf jeden Fall besser wie vorher, allerdings anders als in Horizon, finde ich. Zum Teil ein bisschen mechanischer, was ich jetzt aber gar nicht so schlecht finde. Also kann man mal auf jeden Fall sich so anhören. Auf jeden Fall besser, das ist schon mal wichtig. Und ja, wie ich es gesagt habe, guck mal an, die Tribüne jetzt hier mit Zuschauer gefüllt. Also das ist da dynamisch gemacht. Ich habe jetzt auch mal den Zeitfortschritt ein bisschen schneller gestellt und schon mal am Abend, dass wir da einfach auch eine andere Lichtatmosphäre bekommen. Und es sieht schon geil aus. Und was mir halt direkt auffällt, da kann ich mich auch gar nicht mehr groß dran erinnern. Bei der 360 ist das schon zu lange her und ich bin auch nicht so viel oval gefahren, muss ich tatsächlich gestehen. Aber ich finde den Übergang der, ja, Steilkurven sehr smooth. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit Daytona, was ja auch ein Trioval ist, ist, finde ich, hier das extrem smooth, wie es ineinander übergeht. Zumal auch quasi hier bleiben wir im Banking, ne? Also es bleibt hier immer quer, es ist nur die Stadt Ziel, die quasi gerade oder eben ist, wenn ihr so möchtet. Also es flacht hier zwar ein bisschen ab, aber so richtig flach wird es nie. Und das finde ich eigentlich geil. Also wenn wir jetzt irgendwann vielleicht in Zukunft auch mal wieder die Indycars zurückbekommen, hoffe ich jetzt aber mal, dass das vielleicht irgendwann passiert, könnte ich mir schon vorstellen, dass man hier auch ein paar richtig geile Indycar-Rennen oder halt natürlich auch NASCAR-Rennen haben kann, wenn die dann auch mal irgendwann zurückkommen. Also finde ich jetzt schon eigentlich ganz geil gemacht. Und vor allem, das Geile ist jetzt ja, wir können jetzt endlich auch Sunset Peninsula in der Nacht fahren, was ja in der 360 logischerweise auch nicht ging. Also das ist schon nice. Oh, das sieht schon geil aus, oder? Im Sonnenuntergang feiere ich richtig. Wir werden jetzt natürlich nicht warten, bis Nacht ist. Das würde den Rahmen sprengen, glaube ich, ein bisschen. Beziehungsweise wir können ja gleich jetzt einfach die Clubstrecke mal auf Nacht stellen. Also ich feiere das. Ja, und mehr Strecken ist immer gut. Ja, also da vielleicht auch noch Hinweis, das habe ich im Infovideo ganz vergessen zu sagen. In Update 15, also nicht im kommenden 14, sondern im übernächsten 15, kommt dann Bathurst zurück. Freue ich mich auch richtig drauf. Mal gucken, wie die dann umgesetzt ist. Wobei die ja auch schon in den vorherigen Forza Motorsport 7, 6 und so weiter auch schon ganz gut umgesetzt war. Nice. Das sieht, also ich feiere das gerade richtig. Es hat eine richtig schöne Stimmung gerade. Ich will eigentlich schon gar nicht wechseln. Aber wir machen es jetzt trotzdem. Also in die Nacht auf der Clubstrecke mit der Formula Drift Supra. Einfach mal, um das Drift Now ein bisschen auszuprobieren. Einfach mal angucken, wie das sich so anfühlt, etc. pp. Ja, wie ausgedacht oder angesagt, Clubstrecke rückwärts. Habe jetzt ein Drift-Event eingerichtet, also statt freies Spiel dann einfach auf Drift gestellt, auf ein paar Minuten Timer, also es ist auf Zeit begrenzt. Und was ich jetzt hier einfach nochmal kurz zeigen wollte, ist, es gibt jetzt in den HUD-Optionen eben die Möglichkeit, die Driftanzeige zu aktivieren. Ich glaube, sie ist nicht standardmäßig einfach an, deswegen daran ja, möchte ich einfach dran erinnern. Des Weiteren gibt es, das habe ich jetzt einfach schon mal aktiviert, was wir jetzt aber noch nicht gehört haben, bei Näherungsradar gibt es jetzt auch Audio, wo man dann oder wo einem dann gesagt wird, ja, ob jetzt frei ist oder nicht. Das werden wir uns heute wahrscheinlich dann aber nicht mehr angucken. Also wir machen jetzt mal einen First Look ohne ein Rennen. Das heben wir uns dann einfach auf eine kommende Folge auf, spätestens wenn wir dann mit der neuen Feature-Tour beginnen. Vielleicht mache ich aber auch noch mal eine separate Drift-Folge, weiß ich noch nicht, wobei da das Annäherungsradar natürlich auch irrelevant ist, weil ich glaube, so gemeinsames Tandem-Drifting kann man schon machen, theoretisch im Multiplayer, aber jetzt mit drei Vatanen oder so nicht. Also wir haben zwar jetzt ein Drift-Event, aber wir haben keine Gegner, wir driften jetzt eigentlich nur mit uns. Ja? So, übernehmen das aber mal mit der Drift-Anzeige und jetzt starten wir das Ganze einfach auch mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der mit den Reifen, upsala, Tune wollte ich nicht, gehandhabt wird. Ne, der hat einfach Sportreifen, okay. Okay, okay. Sei es drum. Wir starten mal. Gucken uns das an. Achso, Driftkamera gibt es noch. Stimmt. Die habe ich jetzt gar nicht aktiviert. Die gibt es natürlich auch noch, die ganz wichtig ist. Das aktivieren wir auch mal noch. Ich glaube, das geht auch jetzt noch. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal ein Timer irgendwann. Jawohl. So, Moment. Das aktivieren wir auch noch ganz schnell. Ich darf es nur nicht vergessen, irgendwann wieder zu deaktivieren. Ich glaube, das dürfte auch bei Gameplay sein. Jetzt muss ich kurz gucken. Genau, Cockpit Drift Kamera heißt das Ganze. Ich glaube, aus der Außensicht haben wir es automatisch oder so. Würde ich jetzt behaupten. Ich
Ich mach's jetzt einfach mal. So, egal, speichern. So, natürlich jetzt, der erste Abschnitt ist natürlich ein bisschen crazy zum Driften. Also es gibt natürlich bessere Strecken zum Driften. Oh Gott. Ja. Gibt es. Das war ein bisschen zu viel. Ich muss erstmal hier kurz drauf klarkommen. Es ist halt kein Forza Horizon, ja. Es wurde auch schon geschrieben, oh, jetzt machen sie hier Forza Horizon-Style. Ja, also Motorsport-Driften war schon immer, finde ich, deutlich schwieriger als in Horizon. Deswegen, wer das hier kann, Respekt. Vor allem jetzt hier im Oval. Gar nicht so einfach. Wir gehen mal kurz ins Infield. Das wollen wir uns ja auch angucken. Oh Gott, ja, das wird so nix. Uiuiui. Also Driften wird auf jeden Fall eine Challenge sein, auch für mich. Ihr merkt schon. So nicht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, wieder die Anzeigen rechts dann dadurch, wo wir... Oh Gott, das ist ja übelst schwer. Lecco mio. Die Anzeigen mit Winkel, Geschwindigkeit, Linie, wie viele Punkte wir in der aktuellen Runde schon gemacht haben, wie viele Punkte wir gerade eben oben in der Mitte machen und natürlich der beste Drift. Alter, es tut mir so leid, aber ich krieg das Ding nicht quer, ne? Oder beziehungsweise nicht in einem schönen Drift gehalten. Ja, der kommt halt so, der hat ein extremes, krasses... Also ich muss mir erst dran gewöhnen. Bisschen. Alter, der. Puh. Ich finde es gerade richtig schwierig, ey. Ne, guck mal, wie der gleich. Dieser. Wie nennt man das? Dieses Gegenpendler, genau, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Der ist so heftig. Den kriegst du nicht abgefangen, ey. Also warte mal, lass mal kurz nochmal was probieren. Ich weiß nicht, ob ich das hier ändern kann. Ich glaube nicht, oder? Lenkung vielleicht mal auf normal, weil da wird ja ein bisschen das Gegenpendeln abgefangen. Weil ich finde das gerade ultra schwierig für mich, muss ich ehrlich sagen. Also ich behaupte eh nicht, dass ich ein guter Drifter bin, aber das ist schon ein bisschen... Ja, ja, ich glaube, man muss die Lenkung ja echt fast schon auf normal stellen. Also wenn man mit Controller zumindest mal versucht zu driften. Ist jetzt auf jeden Fall jetzt schon 10 Millionen mal einfacher. So, wir probieren es nochmal. Ich meine, jetzt hier im Oval eh schwierig. Also das ist, glaube ich, die ganz hohe Kunst, hier quer zu fahren. Ja, ihr merkt schon, mit der normalen Lenkung ist es 10 Millionen Mal einfacher. Also mit der Simulationslenkung sehe ich mich nicht, auf jeden Fall. Ja, vielleicht machen wir doch noch gleich ein Rennen. Weil ich glaube, so viel driften werde ich jetzt hier dann doch nicht. Ja, aber es ist schon 10 Millionen Mal einfacher jetzt, muss ich sagen. Jetzt macht das Ganze auch irgendwo Spaß. Also das ist schon mal mein Tipp für euch. Stellt auf normal. Ah, aber ich werfe ihn trotzdem weg. Verdammt, jetzt wollte ich zu viel Winkel. So, wir können das gerne auch nochmal ausprobieren. Aus der Cockpit-Sicht. Ich muss eh sagen, ich bin ja jemand, ich habe das schon ein paar Mal thematisiert. Ich brauche einfach irgendwie einen Drifter, der irgendwie so am besten mit einem schönen V8-Sauger oder so ausgestattet ist. Diese hochgezüchteten Motoren irgendwie, diese Turbomotoren, da tue ich mich immer super schwer. Ich meine, wie viel Ladedruck hat denn der? Ja, guck mal, der hat fast 3 Bar Ladedruck. Das ist einfach zu viel Punch auf einmal. Natürlich ist es wichtig, das zu haben, aber ich kriege es einfach nicht kontrolliert. Ich glaube, da muss man sehr viel Zeit investieren, um da ein gutes Gefühl zu bekommen, wann was halt auch passiert beim Fahrzeug. Und die Driftkamera ist natürlich schon praktisch. Aus der Cockpit-Sicht. Boah. Gehe ich trotzdem hier off-track. Ja, wie gesagt, es ist auch vielleicht nicht die beste Strecke dafür. Also hier in dem Abschnitt geht es schon ganz gut klar. Ich
Boah, die Flammen sehen aber geil aus, wenn die da so rauskommen. Der Abschnitt ist schon geil, weil da kannst du schon das cool kombinieren. Aber ich drehe mich wieder an der Stelle weg, oder? Nee, ich krieg's gefangen. Sehr gut. Okay, Leute, ich lasse es einfach mal so stehen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir doch noch ein kleines Rennen. Dann können wir das mit dem Annäherungston auch nochmal hören. Dann würde ich sagen, wechseln wir einfach nochmal zurück zur Corvette. Auf die Gesamtstrecke, was wir am Anfang gesehen haben. Nur diesmal als kleines, machen wir einfach ein 3-Runden-Rennen oder so. Das passt schon. Und ja, let's go. So, wir starten irgendwo mittendrin, was ja perfekt ist, um das mit dem Radar mal auszuprobieren. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich denke, er sagt auch nur, wenn... Ich höre gar nichts. Ich habe es aber aktiviert. Oh. Fahren wir einfach mal. Vielleicht kommt es mit der Zeit, ich weiß es nicht. Oder ich habe irgendwas falsch eingestellt. So ein alles frei Sound, was kommen soll, höre ich noch nicht. Lass mich mal kurz, ganz kurz da reingehen, weil es mich jetzt doch interessiert. Eigentlich sollte das doch... Ne, Annäherungsradar Audio ein. Mehr kann ich ja auch nicht machen. Nochmal nur Einzelspieler. Ein müsste ja für beides sein, aber... Vielleicht habe ich auch irgendeine Option deaktiviert ausersehen. Oder warte mal. Entschuldigung für das ständige Unterbrechen. Habe ich bei Audio irgendeinen Regler und einen Sprachchat? Aber das kann es ja nicht sein. Das ist ja eigentlich was anderes, ne? Hat. Ist es hat? Hat Benachrichtigung. Mach das einfach mal hoch. Weil es ist schon komisch, dass man gar nichts hört. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hat runtergemacht habe. Wegen irgendwas habe ich es wohl runtergedreht, weil es genervt hat. Aber... Wir werden es rausfinden, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal hier daneben komme. Ansonsten tut es mir leid, dass ich dieses akustische Feature noch nicht präsentieren kann. Vielleicht weiß da jemand mehr Bescheid. Ich habe dieses Bling war das jetzt, das war das hat, aber das ist ja trotzdem kein Ton. Sprachchat ist es aber nicht. Sprachchat ist was anderes. Dann weiß ich es leider nicht. Dorn weiß ich es leider nicht. Ah, genau, deswegen habe ich hat rausgemacht, weil wenn man beim Training durch diese einzelnen Abschnitte fährt, dann kommt ständig dieses Signal und das hat mich dann irgendwann genervt. Ja, vielleicht weiß ich immer Bescheid, warum man das nicht hört bei mir. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir es irgendwann mal noch hin. Nicht, dass ich es jetzt bräuchte. Aber cool ist es ja trotzdem, dass es sowas wie einen akustischen Spotter gibt. Mit links, rechts, alles frei. Oh, Vorsicht. Jetzt hackt ein bisschen. Ja, das macht schon Bock hier zu fahren. Also gerade auch mit etwas langsameren Klassen.
ich sage jetzt mal A700-Klasse oder sowas hier im Spiel, könnte ich mir richtig coole Rennen vorstellen. Ich habe jetzt hier auch wieder einen Zeitvorlauf drin, also quasi von der morgen aufgehenden Sonne, dass wir das auch mal so ein bisschen gesehen haben hier. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, Regen habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber in Florida, da regnet es noch nicht, habe ich gehört. Wenn es da regnet, dann ist, glaube ich, gleich Weltuntergang. Da ist gleich Hurricane-Saison. Das wollen wir ja nicht. Ja, den einen Punkt, den habe ich noch nicht raus, aber ey, ich muss ja jetzt auch noch nicht perfekt hier Leistung bringen. Gut, werde ich so oder so nie tun, aber mich dran annähern mit der Zeit. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit dem First Look zu Sunset Peninsula. Ich hoffe, der hat euch gefallen, der hat euch einen guten Eindruck hinterlassen. Gerne Feedback in die Kommentare schreiben, gerne auch Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus an dieser Stelle, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!